Und außerdem ist ein weiterer Künstler sesshaft geworden. Daniel Barenboim, der Chef der Berliner Staatskapelle, der unermüdliche Kämpfer für den Austausch zwischen Orient und Okzident, hat einen Platz gefunden für die Musikwerdung seiner Idee, nämlich für den Austausch der Kulturen. Denn die neue Barenboim-Said-Akademie ist dann eben doch mehr als außer nur Musikhochschule oder Konzertsaal. Nun ist sie Realität. Daniel Barenboims große Vision von einer eigenen Akademie. Seit letztem Herbst werden hier in Berlin Musiker aus Israel und den arabischen Staaten in Musik und Philosophie ausgebildet. Anfang März wird der Pierre Boulez-Saal eröffnet. Er ist das Herzstück der Barenboim-Said-Akademie. Man hat das Gefühl, dass es schwebt so oben. Und es klingt ganz wunderbar. Die ersten Proben fanden bereits Mitte Januar statt. Der intime Saal ist vielfältig nutzbar, als Probenraum und Konzertsaal. Für Kammermusik hat er die ideale Größe, knapp 700 Zuhörer passen hinein. Yasuhisa Toyota und Frank Gehry haben sich im vergangenen September den aktuellen Stand der Bauarbeiten angeschaut. Der Star-Akustiker und der Star-Architekt haben den Saal geplant. Ganz ohne Honorar, aus Begeisterung für die gute Sache. Ich war sehr berührt, dass jemand Kunst benutzen will, um zu kommunizieren, dort, wo die Politik versagt. Alle politischen Verwicklungen werden nebensächlich und man spricht über Musik und Architektur. Kenan Azmeh war Klarinettist in Barenboims West Eastern Divan Orchestra. Heute ist der Syrer weltweit ein gefragter Solist. Er wird in der ersten Spielzeit gleich dreimal hier im Pierre Boulez-Saal auftreten und arabische Musik mitbringen. Studiert hat er in der Juilliard School in New York. Als ich Musik studiert habe, hat mich niemand gefragt, warum ich jeden Tag 7, 8 Stunden alleine vor mich hin übe. Es geht nicht bloß darum, sich selbst zu verwirklichen. Wir Musiker müssen Stellung beziehen. Und um das tun zu können, müssen wir die Welt um uns herum sehr bewusst wahrnehmen. Kenan Azmeh lebt in New York. Zuletzt war der Syrer auch von Donald Trumps Einreiseverbot betroffen. Die Barenboim-Said-Akademie ist für ihn ein Vorzeigeprojekt. Musikstudenten aus verfeindeten Staaten lernen einander zuzuhören, als Instrumentalisten und als humanistisch gebildete Menschen. Ich würde das Projekt nicht nur in Verbindung bringen wollen mit der unglaublich düsteren Situation, in der wir gerade leben. Ein Saal wie dieser mit einer so weltoffenen Programmatik ist wichtig, um in der Gesellschaft ein Bewusstsein für andere Musik und Kulturen zu schaffen. Ein Prestigeprojekt, das eine Nähe zwischen Leben und Musik herstellen soll. Dafür steht auch der Konzertsaal. Es hat ein wunderbares menschliches Gefühl, weil hier sind nicht zwei Gemeinden. Die eine, die spielende Gemeinde auf der Bühne, und die andere, das Publikum, die andere Gemeinde. Hier ist es alles eine Gemeinde. Beim Bau der Barenboim-Said-Akademie lief alles glatt. Keine Kostenexplosion. Auch der Zeitplan wurde eingehalten. 20 Millionen Euro kamen vom Bund. Die restlichen 13,7 Millionen haben private Mäzene und Sponsoren aufgebracht. Bei allem, was los ist in der Welt, egal ob in Israel, den USA mit Mr. Trump und der ganze Schrott, das ist zwar sehr beängstigend, das hier aber ist ein Moment der Vernunft. Und die Absolventen der Barenboim-Said-Akademie haben eine Mission. Nicht nur als Musiker, sondern auch als Friedensstifter. Künstlerischer Austausch also als Kit für die Gesellschaft. Ein weiterer Aspekt, Austausch von Informationen. Und aus gegebenem Anlass möchten wir an dieser Stelle noch mal sagen, freier Journalismus ist ein Grundpfeiler jeglicher Demokratie. Ja, wir möchten unbedingt noch mal daran erinnern, denn es darf nicht vergessen geraten, dass unser Journalistenkollege von der Zeitung Die Welt, Deniz Yücel, seit anderthalb Wochen in türkischer Haft sitzt. Keiner weiß so genau, warum. Die Gründe sind fadenscheinig
Und wir hoffen sehr, dass er bald wieder auf freiem Fuß ist. Aber apropos Völkerverständigung. Haben wir uns völkerverständigende, völkerverbindende Musik eingeladen. Ganz tolle Musiker, nämlich die Bläser vom Chiemsee. La Brass Banda, gegründet 2007 im oberbayerischen Chiemgau. Auf Deutsch Blasmusikkapelle. Ihre Musik, ein Mix aus bayerischer Volksmusik, Balkanrhythmen, Punk und Reggae. 2013, die sechs Jungs um Sänger Stefan Dettel landen beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest auf Platz 2. Dazwischen Auftritte in kleinen Bierzelten und auf großen Festivals. 2014, das Album Kia Royal wird live in einem Kuhstall eingespielt. Heute erscheint ihr neues Überseealbum Around the World. Und hier sind sie, Stefan, Manuel, Manuel, Jörg, Corbinian, Fabian und Stefan La Brass Banda. Und mit eben diesem Album Around the World seid ihr tatsächlich einmal um die Welt jetzt schon gereist und habt in sage und schreibe 46 Tagen Zehntausende von Kilometern hinter euch gebracht. Was für ein Ritt. Sie sind in Vietnam gestartet. Sie waren in Japan, in Australien, in Neuseeland, in den USA, in Mexiko, in Brasilien, in Portugal und in Marrakesch. Wo ist die Blasmusik am besten angekommen? Das war wirklich fantastisch, auf der ganzen Welt. Also lustigerweise, die Leute waren nett zu uns, haben gefeiert mit uns, haben mit uns gesungen. Und ja, wir waren ganz überrascht. Also ein unheimlich schönes Erlebnis. Also was mich total beeindruckt hat, neben vielen anderen Videos, die ihr parat gestellt habt, dieser Auftritt in den Favelas in Rio, wo ihr in einer Samba-Schule gespielt habt. Wie war das? Also wir haben hier so ein paar Bilder auch im Hintergrund. Die hättet ihr doch am liebsten alle mitgenommen, oder? So als Ewigkeitspublikum. Ja, Brasilianer im Publikum, die mittanzt haben. Und mir als Blechbläser, das war sofort der Liebe. Also wir haben noch nie Leute so tanzen und so singen, gesungen und gehört. Das war fantastisch, also sensationell. Und da merkt man ja auch wieder, es gibt ja Menschen, die sagen, ja, bayerisch, singen auf bayerisch, verstehe ich nicht, brauche ich nicht zum Konzert gehen. Völliger Quatsch. Die Musik ist das, was eben verbindet und die universelle Sprache. Ja, Gott sei Dank, sonst hätten wir echt keine Chance gehabt. Ja, das glaube ich auch. Ihr habt ja auch die ersten Konzerte in England gespielt, habe ich gehört. Weil eben hier in Deutschland dann gern auch mal die Vorurteile gesät waren. Und das letzte Album, das hieß Europa, weil ihr, ich zitiere euch, die besten Konzerte im europäischen Ausland bislang da hattet. Und bei Erscheinen hast du gesagt, ich fände es schön, wenn Europa noch weniger Grenzen hätte. Ist politisch irgendwie noch nicht so ganz umgesetzt worden. Welche Botschaft hat denn jetzt Around the World? Gibt es da eine? Für uns, wir können sie nur von unserer Seite sagen. Und wir haben wirklich überall friedliche, nette Menschen kennengelernt, die einfach Lust am Leben haben und total hilfsbereit auf uns zugegangen sind und miteinander echt eine schöne Zeit gehabt haben. Also die Welt ist echt eigentlich friedlich und die Menschen sind nett. Und das sollen wir doch einmal so machen, bitte. So. Und jetzt sagen Sie bitte so nett. Und machen es jetzt mal ein bisschen nach. Sie haben ja gerade die Samba-Tänzer da im Video gesehen. Wir möchten genau dasselbe jetzt hier bei Aspekte haben. Ne? Sie hören jetzt vom Album Around the World von La Brass Banda Alarm. Und den wollen wir jetzt sehen. Alarm! Alarm, 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 al
Demnächst übrigens auf Bierzelt-Tour, vielleicht auch bei Ihnen im Bierzelt, wir wissen es nicht genau. Around the World heißt das Album. Und mehr Labras Banda gibt es bei uns Aspekte online zu finden. Und nächste Woche haben wir keine Sendung von Aspekte? Nein. Nächste Woche haben wir wieder das literarische Quartett, Quartett. Dann zum ersten Mal mit Thea Dorn. Sie sollten unbedingt einschalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine wunderbare Nacht. Kommen Sie gut hinein und wir sagen Tschüss mit Labras Banda. Mit wem sonst? Tschüss. Tschüss. Danke. Steffens präsentiert Faszination Erde auf der